Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Festgäste, Gäste, die zu unserer Diskussion gekommen sind. Ich möchte Sie sehr herzlich im Namen des 10. Bundeslandes der Grünen und der Grünen im Parlament begrüßen. Mein Name ist Alev Korun, ich bin Nationalratsabgeordnete der Grünen und es ist mir eine große Ehre, Sie in Ihrem Parlament heute begrüßen zu dürfen. Hoş geldiniz, dobro došli, merhaba. Vor ziemlich genau 50 Jahren, genau genommen am 15. Mai, jetzt muss ich nachrechnen, 1964, wurde das Arbeitskräfteanwerbeabkommen, ein Wortungetüm, zwischen der Türkei und Österreich unterzeichnet. Und diese 50 Jahre haben ganz viel gemacht mit denen, die eingewandert sind, mit ihren Kindern, mit ihren Enkelkindern inzwischen, aber auch mit dem Land, in das sie gekommen sind. Sie haben sich verändert, das Land hat sich mit ihnen gemeinsam durch sie verändert. Und mit einer Veranstaltungsreihe zum 50-Jahr-Jubiläum möchten wir einiges von diesen Entwicklungen sichtbar machen, wahrnehmbar machen. Denn Tatsache ist, dass diese Entwicklungen, diese historischen, gesellschaftlichen, soziologischen, wirtschaftlichen, kulturellen Entwicklungen in unseren Geschichtsbüchern in Österreich noch sehr, sehr wenig, sehr am Rande und im Geschichtsunterricht auch sehr marginal vorkommen. Wie Migration Österreich verändert hat, wie Österreich Migranten und Migrantinnen verändert hat. Einige von Ihnen waren vor 2 Jahren genau in diesem Saal, als wir 50 Jahre erstes Arbeitskräfteanwerbeabkommen in Österreich gefeiert haben. Das erste Abkommen war mit Spanien. Und nächstes Jahr werden wir selbstverständlich auch hier im Parlament, im Herzen der österreichischen Demokratie, ein anderes Jubiläum begehen, nämlich das Jubiläum Arbeitskräfteanwerbeabkommen zwischen Österreich und dem damaligen Jugoslawien. Das feiert nächstes Jahr 50 Jahre. Es freut mich sehr, dass Sie da sind, um dieses Jubiläum mit uns gemeinsam zu begehen, um den Bogen zu spannen von der sogenannten ersten Generation bis zur heutigen jungen Generation. Und es kann sein, dass im Laufe der Diskussion noch ein paar Personen kommen, aber das ist immer so bei Veranstaltungen, auch im Parlament. Und ich möchte, es wird beim Podium genügend Raum und Platz sein, um unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Übergänge auch zu diskutieren. Noch einmal herzlich willkommen im Parlament, schön, dass Sie da sind. Und ich möchte jetzt an unseren Moderator, an Hikmet Kayahan, übergeben, der uns durch den Abend führen wird. Schön, dass Sie da sind, willkommen im Parlament. Merhaba, dobar večer und guten Abend. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, unserer Gastgeberin Alev Korun, unserer Perle im österreichischen demokratischen Parlament, danken natürlich und gleich auch unsere Gäste nach vorne bitten. Sie werden dann sehr schnell merken, wie die Auswahl der Gäste erfolgt ist. Alev hat schon gesagt, wir versuchen einen Bogen zu spannen über verschiedene Generationen. Begrüßen Sie bitte mit mir Herr und Frau Saimas. Hatice Şahin İlter. Teoman Tiftik. Jetzt darf ich dein Gastgeber sein und natürlich Nationalratsabgeordnete Alev Korun. Jetzt müsste das funktionieren, passt. Ja. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich möchte gleich beginnen mit Abdullah Saimas. Ja.
Sie und Ihre Frau sitzen heute als Vertreter der sogenannten ersten Generation. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie 1964 nach Österreich gekommen. Ja? Und meine erste Frage wäre an Sie, das Thema Aufbruch, Jola Koyulmak. Ja? Das heißt, was waren das für Gründe, warum sind Sie nach Österreich gekommen? Also das war so, 1964 bin ich gemeldet in die Arbeitsamt in die Türkei, in die österreichische Kommission. Und Anfang 27. März 1964, wir haben in Istanbulweg in Wien ankommen. 1. April, wir haben Anfang in gearbeitet. Arbeit habe ich mit dem Niederösterreich Strasshof gewesen, 3 Wochen. Nach den 3 Wochen, wir uns schicken nach Baden, nicht Baden, Bad Kastel in Salzburg. 9 Monate lang bin ich allein dort gearbeitet. In Saisonende und sagte, wollen Sie in Türkei retour oder bleiben Sie irgendwie wo Arbeit suchen? Ich habe gedacht, alleine geht nicht, bin ich damals ledig gewesen und bin ich Urlaub gegangen. Also 1965 habe ich kennengelernt, meine Spatze. Herr Seimer, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja? Wir kommen zu diesem Thema noch. Mich würde ganz brennend noch interessieren, warum sind Sie gekommen nach Österreich? War irgendwie die Landschaft in Österreich besser? Hat es Ihnen in der Türkei nicht mehr gefallen? Also warum haben Sie sich auf den Weg gemacht, um nach Österreich zu kommen? Damals war man jung. Nämlich wir haben nach dem Militär bin ich zurückgekommen in der Arbeitssucht. Ich finde, habe ich nicht so richtig gearbeitet. Aber ich habe gehört, in Österreich wollen einen Arbeiter haben. Wollen Sie dort? Wieso? Na, warum nicht? Mache sofort Meldung und... Wir haben Meldung gemacht und nicht einmal 3 Monate später ist der ganze Papier gekommen, aber wir haben gemeldet in Deutschland und alles Untersuchung bis zum Zähne, alles untersucht komplett. Und sagte, ja, kommen Sie morgen, fahren Sie nach Deutschland. Wir kommen in die Tophane, dort gewesen mit dem Büro, Arbeitsamt und sagte, leider, mein Gott, jetzt ist Kapalle bugün Almanya, Viyana'ya ister misiniz? İşten çıkmışız haliyle, orada kalmamıza... Ne yapayım, karıştırıyorum bazen. Das ist gar kein Problem, ich kann übernehmen, ja. Das heißt, die nach Deutschland war schon ausgebucht, war schon voll. Und dann kam die Frage, warum nicht nach Österreich? Ob er nach Österreich will? Und da sagte, naja, okay, warum nicht, wenn ich schon da bin? Genau, wir haben kommen in die Österreich mit Bahn. Ganz uns hat er gegeben mit dem so, wie sag's mal, Deutsch, Türkisch, wie sag's mal, den Azık. Was ist Azık? Packung und zum Plastikkübel mit dem Wasser was trinken, mit der Willkommen mit dem Zug in Österreich. Wir waren am Südbahnhof damals. Bando takımı bizi karşıladı orada. Sanki Cumhurbaşkanı mı geliyor? Kim geliyor? Neyse uzatmayalım orayı. Bizi aldılar. Moment, ich muss dann jetzt wieder, weil das können wir sozusagen unseren... unseren noch nicht türkischsprachigen Mitbürgern und Mitbürgerinnen nicht entgehen lassen. Er ist dann am Wiener Südbahnhof angekommen und er ist ganz meschugge geworden, ja, weil eine Musikkapelle dort gestanden ist und er geglaubt hat, dass der Bundespräsident oder so ankommt. Auf so eine Art und Weise sind Sie empfangen worden. Also, das war so gewesen. Und nämlich, weil ich ehrlich sage, bin ich 50 Jahre genau in Österreich. Ich habe nicht einmal ein Schimpfwort bekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
und bis jetzt bin ich zufrieden. Ich danke alle. Was soll ich anders sagen? Es ist ein komplettes, bin ich zufrieden. Sie sind dann in Wien angekommen, haben angefangen zu arbeiten, ja? Und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wie war denn das Leben in Wien für Sie als Schwarzkopf, als Migrant, als Mensch aus der Türkei? Ja? Wie haben die Menschen auf der Straße reagiert? Waren sie freundlich, waren sie unfreundlich? Ja, freundlich. Wenn ich gut bin, andere genau dasselbe gut gewesen. Wir haben keine Schwierigkeit gehabt. Mit dem Beispiel mit dem Österreich-Leben damals war nicht so schön gewesen. Wir haben nicht einmal Brot sehen in dem Buffet oder Fleisch wo kaufen und denen gibt es so kleine Kreisler und so. Und in die Österreich, in die Türkei war da jetzt österreichische Boden oder Keller und überall war jetzt super gewesen. Der hat alles in der Türkei geschafft. Und wie soll ich anders sagen? War ehrlich, gut, Geld hat man nicht so viel verdient. 400 Schilling damals mit dem in der Woche habe ich mit dem Türkisch rechnen, 43 Groschen oder sowas war das. War so gewesen, unser Leben in Österreich. Aber heutige Zeit, Gott sei Dank. Viele Menschen in Ihrer Generation in den 60er Jahren sind hier gekommen mit der Perspektive, wir arbeiten 5 Jahre, 6 Jahre, wir sparen ein bisschen Geld und zu Hause kaufen wir uns ein Haus und machen einen Backerl, einen Laden auf oder so ein Geschäft auf. Warum sind Sie geblieben? War das für Sie eine Option? Warum? Also damals, wir haben gedacht, jeder hat dasselbe gedacht, arbeitet man 2, 3 Wochen, 3 Jahre, verdient man was und fahren wir retour. Wir haben verheiratet, nicht einmal 1 Jahr später in die erste Kinderwelt gekommen. Und dann ist 69 Jahre, zweite Kinderwelt gekommen. Wohin soll ich fahren? Haben wir noch nicht Wohnung gekauft? Haben wir noch nicht das gekauft? Haben wir nicht Geld gespart? Und so weiter habe ich so geblieben und einfach. Waren Sie in der Türkei schon verheiratet oder haben Sie Ihre Frau kennengelernt, als Sie schon in Österreich? Ja, habe ich gesagt, damals, bin 14 Jahre Bäcker olarak geldim buraya. 64'ün sonunda hanımla izine gittiğim zaman tanıştım. 65'in Şubat ayının 27'sinde nişan yaptık. Mart ayının 11'inde evlendik. Haziran ayında da hanımı buraya aldım. Ve o gün bugün hala kaldık burada. Okay, er ist ledig nach Österreich gekommen 1964 und ist dann aber auf Urlaub in die Türkei gefahren, hat seine jetzige Frau kennengelernt und hat dann relativ schnell die Verlobung gemacht und gleich mitgenommen nach Österreich? Nein, nicht gleich. Es war circa 3 Monate später, nämlich wohin soll ich mitnehmen? Erstmal mit der Wohnungssache. Österreich damals war nicht einmal so schöne Wohnung gewesen. Heutige Zeit ist Gemeindebau und dies und dies. Aber früher war diese Möglichkeit nicht gegeben. Und habe ich die Wohnung gefunden und so kleine Einzimmer. Toilette ist drinnen und die ganze Sache war drinnen gewesen. Ne? Und was soll ich anders sagen? Ja. So. Frau Salmers, wie war das für Sie? Da kommt dann dieser Almanje, dieser Arbeiter aus Europa und noch ganz kurz warten und möchte sie heiraten. Was haben Sie sich gedacht? Haben Sie sich gefreut? Hurra, Europa? Oder haben Sie sich gedacht, oh mein Gott? Damals war so, unser Land war ein bisschen schwerer. Ich muss mir präsentiert, eine Kollegin, dann kennengelernt, verheiratet. Er war 1,5 Monate nachher dann hergekommen, fahren wieder Österreich. Naja, sagte ich später abholen, ne? Ticket hat er schicken, ja. Und dann 3 Monate später ich gekommen war, im Juni, Mitte Juni war ich in Österreich gekommen. Aber ich war auch in Zimmer mietet, ganze, alles war drinnen, nur
nur eine Seite Wasser abwasche, sehr schwer für mich gewesen. Ne? Nur eine Zimmer, alles drin. Und dann mit dem WC nichts mehr drin. Auf der anderen Seite muss man den Hausherrn Wohnung nach dem Garten hinten, dort 2 Monate haben wir geblieben. Was sehr schwer, keine Herde, nur eine kleine elektrische Ofen. Ja, keine. Und dann dort gucken, was schwer haben wir. Und wir haben gedacht, hier kann man nichts bleiben. Wir haben Neidorf gewesen, diese Wohnung. Er arbeitet für die Autobahnarbeiten, Bauarbeiten. Ne? Sehr schwer, aber wir suchten einen Mann, gekommen, sagte wir, ich helfe für ihnen, eine Wohnung, Fabrik arbeiten. Ne? Und dann eine Wohnung kann man schon finden, mit Fabrik, Wohnung hat er gegeben, Fabrikwohnung. Dort haben wir 6 Jahre dort haben wir gewohnt. Dort haben wir für Reden gewesen, nicht so weit, Fabrik Nähe ist war. 2 Kinder haben wir geboren, 2 Tochter, eines war unten in Türkei wohnte, aber hier Schule gegangen bis Handelsakademie und dann einen Mann kennengelernt für Türkei, verheiratet, dort geblieben. Jetzt mein Enkelkind auch hier gekommen, 2 Kinder hat sie. Und dann 2. Tochter war hier verheiratet, hier geblieben, österreichische Staatsbürgerschaft. Ich bin schon zufrieden, aber kann man schon schwere Zeit haben gehabt. Sehr schwere Zeit haben wir gehabt. Wie war das für Sie, wie Sie gekommen sind? Heute hören wir ja und wir lesen, wenn die jungen Frauen aus dem Ursprungsland nach Österreich kommen, dann hört man oft die Begriffe Kulturschock, ja, und sie sprechen die deutsche Sprache nicht. Wie war das für Sie als junge Frau, in ein Land zu kommen, das Sie nicht gekannt haben? Sie haben wahrscheinlich kein Deutsch gesprochen, ja, keine Nachbarn, keine Bekannten, keine Verwandten. Wie war das für Sie damals? Naja, alle 2 Seiten war eine Hausfrau, sagt man, ne? Eine junge Dame und Herr, was 2 kleine Kinder hatte gehabt, aber sehr Frieden für mich, geholfen. Sie hat damit gelernt, sagte, das ist Straße, waren zusammen einkaufen gehen, kleine Kreisler, ne? Große Markette, bis jetzt kann man gucken. Und dann sagte, das ist Straße, das ist Gasse, das ist Kind. Und dann erste Mal sie mir sagte, wie heißt du? Deutsch sprechen. Ich habe schon, verstehe ich nicht. Und dann sie nimmt den Sohn, sagt, sie heißt der Hansi, ich heiße Techler. Wie heißt du? Ich habe schon gedacht, sie fragte meinen Namen. Naja, ich habe gesagt, mein Name ist Feriha, sehr schwer gekommen. Sagte Feriha, wie kann man sagen, sehr schwer antworten. Na, wir sagen dir nur Frau Vieh oder Tante Vieh, Kinder immer kommt. Und dann 2 Monate später wieder Fabrikwohnung. Ne? Oben wohnt der Fabrikingenieur mit Frau. Sie auch mir sehr freundlich uns gekommen. Ich war auch Fabrik gearbeitet am Anfang, aber sehr schwer. Vielleicht eine sehr persönliche Frage. Haben Sie es bereut? Haben Sie sich mal gedacht, wäre ich bloß in der Türkei geblieben und in meinem Dorf geblieben oder in meiner Stadt geblieben? Warum bin ich hier gelandet? Haben Sie es bereut? Ja, also für Sie beide? Auf den Knopf drücken. Anfang schon. Ich habe schon gedacht, warum ich bin hier gekommen. Sehr schwer in ein fremdes Land, keine Antwort sprechen, ne, geben. Aber nachher dann Kinder Welt kommen und dann hier geblieben. Er muss arbeiten, Platz hat, hier bleibt, man sagt, kann man nicht mehr zurückgehen. Wie war es für Sie? Haben Sie es bereut?
Wie meinst du? Ich bin Österreicher, bin ich sehr, sehr zufrieden. Erstes Mal ist unsere, wenn ich Österreich war, war man damals Schwierigkeit gewesen mit dem Sprache. Wir haben Händisch gesprochen. Ja, wir wollen Fleisch kaufen, gerne mit der Suche Fleisch. Ah, doch, gesehen habe ich mit dem Fleisch. Wie heißt das Fleisch? Haben wir nicht gewusst, dass es ein Rindfleisch ist. Wir haben gekauft ein Kilo Fleisch, kommen wir haben, machen Kochen, das ist ein Pferdefleisch. Der Kochen, der kocht nicht, was der wie ist. Ne? Und solche Sachen haben wir, wir haben am Anfang Schwierigkeit gehabt. Keine Türke war da, keine, niemand da gewesen. Wir haben nur händisch. Du, so, du, ich, sowas kann man gesprochen. Ne? Wasser, weißt du, sowas damals gewesen. Aber heutige Zeit ist, muss alles so zufrieden. Wenn er in Österreich kommen ist, kommt der Hilfe. Wie ist man immer da? Nicht nur ich, sie auch helfen und alle helfen. Gott sei Dank, bis jetzt, wir haben zufrieden. Das heißt, Sie haben auch keinen Deutschkurs gemacht. Sie haben nie einen Deutschkurs besucht. 1964, 65 war mal kein Kurs gewesen. War nackt am Anfang mit der Kurse. Wir haben aber, Professor, ich habe schon gesprochen, gelernt und nicht mit der Schule gekommen. Ja, Schule schon, in Türkische, aber nicht die deutsche Kurs gemacht. Gar nicht, professorisch. Vorerst herzlichen Dank für diesen kurzen Exkurs in die Zeitgeschichte, in die österreichisch-türkische Zeitgeschichte. Wir plaudern dann gleich noch ein bisschen weiter. Wir haben sozusagen den Bogen begonnen mit der sogenannten ersten Gastarbeiterinnengeneration. Ich möchte zu dir kommen, Hatice. Wir kennen uns ja, deswegen sitzen wir uns jetzt nicht. Ja. Du bist ja... Du musst warten, bis ich fertig bin. Schneller als du. Du bist schneller als ich, ja. Du musst ja meine Frage erstmal abwarten. So sind sie, die modernen Frauen. Ja? Die eine schiebt das Mikro weg, die andere nimmt mir die Technik weg. Gut, du bist ja sozusagen die sogenannte zweite Generation. Ja? Und wie war das für dich in deiner Kindheit in Wien, in Österreich? Ich erinnere mich an die soziologisch-kulturellen Diskurse in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein. Junge Menschen wie du, das war die verlorene Generation, die Generation, die zwischen den Stühlen sitzt, ja, die zwischen den Kulturen pendelt. Positiv waren wir dann oft Kulturbauer, wir waren Brücken zwischen unseren Kulturen, aber ich erinnere mich an diese Diskussionen, verlorene Generation zwischen den Stühlen. Bist du verlorene Generation? Jetzt. Jetzt. Also mal einen schönen Abend. Danke mal, Alif, dass ich heute Abend hier bin. Verlorene Generation würde ich nicht sagen. Ich habe erstens mal Hochachtung vor der Elterngeneration, die den Mut gehabt hat und den Mut hatte, hierher zu kommen. Auf nichts aufbauend, nur einfach das Gewissen, wir wollen hier etwas für unsere Kinder schaffen. Mein Vater selbst kam in die 1968 und 73 hat er uns mit meiner Mama und mit meinem mittleren Bruder nach Wien geholt. Und ich habe ein Bild, ich habe es leider vergessen, ein Mädchen mit knappe 6 Zöpfen, mit einem gestrickten Pullover und dieses Europa, das ich als Kind in Erinnerung habe, hat uns eigentlich gar nichts gegeben. Jetzt sehr negativ klingend, aber alles, was wir uns erarbeitet haben, ist Selbstworking. Also was wir von den Eltern her nicht die Möglichkeit hatten, die unsere Kinder heute haben, auf Zimmer, Küche, an einem Balkon. Ich bin bei diesem Gitter gestanden und konnte nicht in den Hof, weil unten die österreichischen Kinder gespielt haben. Meine Mutter ist, wir sind freitags gekommen, montags hat die Mama zum Arbeiten begonnen. Das heißt, wir waren die ganze Woche alleine zu Hause. Wir sind nicht in den Park gegangen, wir sind nicht in den Hof gegangen. Ich weiß, ich frage mich noch immer, wir waren sehr brav, wir sind zu Hause geblieben. Und ich war im Juli da und im September hat man mich in die Schule eingeschrieben.
Ich habe an diese Volksschullehrerin eine Erinnerung. Für mich war sie die erste blonde Frau, die ich gesehen habe. In meinem Leben. Wirklich eine sehr hübsche Frau mit einem rot gepunkteten Kleid, mit einer weißen Perlenkette. Und ich war das erste Ausländerkind aus der Türkei in Simmering. Und wir hatten das Glück, wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr noch solche Tanten habt, wir hatten die Frau Elsässer Wilma, Gott hab sie selig, die hat mit uns Aufgabe gelernt. Diese Frau, Österreicherin, hatte niemanden, also keine Familie. Sie hat uns als Enkelkinder angenommen und hat mit meinem Vater gesprochen, ob sie mit uns quasi spielen kann. Ein Erlebnis, wir sind jeden Samstag auf den Friedhof gegangen. Auf dem Weg zum Friedhof haben wir durch die Auto, also das ist ein rotes Auto, das ist ein grünes Auto, so haben wir Farben gelernt. Die Aufgaben hat sie mit uns gemeinsam gemacht. Ihr verdanken wir, also ich und mein Bruder, also ich mehr, weil ich das Mädchen war, den Zugang zum Schulsystem. Sie war selbst eine Volksschul, also sie hat selber auch keine in dem Sinne Bildung gehabt, aber sie hat versucht, uns diese Möglichkeit zu geben. Zwischen den Stühlen waren wir schon. Die Lehrer, also ich prangere das heute noch immer an, dass die Lehrer... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich möchte noch mal kurz in die Schulzeit in der Volksschule, weil jetzt bin ich hellhörig geworden, weil wir haben ja jetzt andere Situationen in Simmering, ja, vorsichtig ausgedrückt. Wie war das für dich damals, wenn du sagst, ich war das erste türkischstämmige Kind, türkeistämmige Kind? Ja, wahrscheinlich hat es auch nicht viele gegeben. Wie war das für dich, so anders zu sein? Ich muss dazu sagen, also ich meine, schon mein Aussehen, ich habe, meine Haare waren natürlich auch so. Erstens einmal konnte ich kein Deutsch, zweitens einmal, der Name Hatice ist schwer zum Aussprechen, jeder hat es halt anders ausgesprochen. Drittens, die Familien haben uns, also in der Klasse selbst, ein Beispiel, es gab Fasching und mein Vater hat mir ein grünes Kleid gekauft, damals bei Mode, Kindermoden Donal hieß es. Ich glaube, sehr teure, in Schillingzeiten. Und ich war so stolz, dass ich am Montag, wenn ich in die Schule gehe, ein sehr hübsches Kleid anziehen werde. Ein grünes mit gelben karierten Muster und weiße Lackschuhe. Die weißen Lackschuhe waren mir zu eng, aber ich habe nicht gewusst, dass man sagen kann, dem Papa, die sind mir zu eng, kauf mir bitte eine Nummer größer. Meine Tochter, die hatten diese Denkweise. Ich habe geglaubt, es gibt nur dieses eine Paar und ich wollte diese Lackschuhe haben. Ich komme am Montag in die Schule mit meinem hübschen grünen Kleid und was war, und alle waren Prinzen und Prinzessinnen und ich war wieder nicht die Schönste. Auch das war ein sehr, sehr trauriges Erlebnis. Das sind aber nicht, die Mama hat nicht gewusst, dass es ein Fasching gibt zum Beispiel. Die Mama hat uns in der Früh die Haare gekämmt und ist in der Früh schnell in die Firma Wiener Wäscherei gelaufen. Und wenn ich manchmal mich wieder hingelegt habe, sind meine Haare wieder so gewesen. Wir hatten kein Wasser in der Wohnung, aber wir waren sauber. Wir hatten nicht viel zum Anziehen. Die Tante Wilma hat uns vom Papa Geld sich genommen und hat uns Kleider gekauft, weil der Papa hat ja nicht gewusst, wo. Sie hat uns, ich weiß nicht, um 1000 Schilling in der Tauschzentrale die Kleidung gekauft. Wir waren glücklich. Es war dieses Maß des Überflusses nicht. Und auch in der Schule selber, ich meine, ich kenne nur noch ein paar Mädchen, die ich so grüße, aber man hat sich schon anders gefühlt. Aber man hat nicht diese Problematik, die unsere heutigen Kinder haben, durch den Überfluss nicht. Ich meine, das System des Kindergartens, der Schulbildung, die Möglichkeiten, die es heute gibt, hatten wir nicht. Aber die Mutti hat gesagt, Schule, Schule, nochmal Schule. Ausbildung, nochmals Ausbildung. Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass die Hauptschullehrerin zu meiner Mama gesagt hat, der Lehrer, der Herr Janata, ja, die Hatice, die soll eine Schneiderin werden, weil die Mama gefragt hat, na, was soll sie jetzt nach der Hauptschule machen. Also ich bin Gott sei Dank keine Schneiderin geworden, weil sie uns nicht gefördert haben. Ich weiß nicht, inwieweit man das willentlich oder wissentlich nennen mag, aber die Förderung, die unsere Kinder heutzutage haben,
wollen sie nicht annehmen, können sie nicht annehmen. Ich hätte es mir gewünscht damals. Alles, was ich mir erarbeitet habe, habe ich natürlich durch die Standhaftigkeit meiner Mutter mir erarbeitet, weil sie ja für mich da war. Aber die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind nicht gegeben gewesen. Der Makel des Ausländers war da. Ja. Wenn wir in deiner Schullaufbahn weitergehen, nach der Volksschule, in der Hauptschule dann, wenn du als Jugendliche, als Teenagerin einfach bewusster, ja, wie war damals so deine Wahrnehmung der österreichischen Gesellschaft und der Situation in deiner Familie, das Fremdfühlen, sich dazugehörig fühlen, kannst du dich da noch ein bisschen erinnern? Natürlich ist es für mich, ich meine, ich war schon immer sehr frisch, ich war schon immer sehr standhaft und habe mich durchgesetzt. Und das hat natürlich bei einigen Lehrern und Professoren, zum Beispiel in der privaten Handelsschule am Getreidemarkt, war das ein Minus. Immer bist du es, die redet, immer bist du es, die aufzeigt. Ich habe damals, jetzt nur ein simples Beispiel, es gibt an jeden Schulen jetzt auch noch Redewettbewerb. Ich habe vor ein paar Tagen wieder diese Unterlagen gefunden. Ich habe 83 oder war das 85 den Platz, also von den Handelsschulen den ersten Platz in Wien gemacht und den dritten Platz von Österreich. Aber die Quotierung, die wir, wenn es heute zum Beispiel durch das Redewettbewerb Sachs Multi, die Quotierung war nicht so wie heute. Ja, ich habe es gewonnen oder ich habe diesen Redewettbewerb gewonnen, aber dass man uns dazu auch die Möglichkeit gibt, weiterzumachen, zu fördern, das war nicht gegeben. Oder wenn ich... Die Möglichkeit der Förderung war nicht gegeben. Hast du das Gefühl gehabt, es war für dich nicht gegeben oder allgemein für alle Kinder in der Schule? Also für mich in dem Sinne war sie gegeben, weil ich mich selbst informiert habe, für die anderen selber nicht. Das hieß nach der Hauptschule, na, am besten du lernst deine Lehre, am besten du gehst in die Fabrik arbeiten. Und auch für die Eltern selbst war das ja auch, also für ein Mädchen, werde ich jetzt vom Klischee sprechen, na, wenn sie 15, 16 ist, braucht sie nur zur Arbeit, in ein paar Jahren heiratet sie. Das ist jetzt ein Klischee, aber die meisten Familien haben daran gedacht, mein Gott, die hat die Hauptschule und damit fertig. Und für den Europäer selbst war es ja auch nicht, ich meine, die Politik hat nicht gedacht, dass wir hier Menschen, sie sind gekommen, 64, und haben gesagt, okay, 3 Jahre, 5 Jahre, 2 Töchter sind gekommen, danach sind sie geblieben. Aber was für eine Ausbildungsmöglichkeit, Lebensmöglichkeit können wir diesen Menschen bieten, hat die Politik nicht gedacht. Menschen wie ich haben die Möglichkeiten, die es gab, genutzt und beruflich versucht, etwas zu erreichen, um den Weg für unsere Kinder zu ebnen. Alle gehen mir heute bei meinen Fragen aus dem Weg, aber ich versuche es trotzdem. Noch einmal. Wie hast du dich gefühlt? Also das interessiert mich, die politischen Situationen, die sozialen und kulturellen, die lesen wir natürlich, ganz viele kluge Bücher. Aber für mich persönlich ist das zum Beispiel auch ein Stück Zeitgeschichte, dass wir hier 3 Generationen von Menschen mit Migrationshintergrund haben. Mich würde interessieren, wie du in der Schule warst. Hast du da gefühlt, dass es einen Unterschied zwischen dir und deinen österreichischen Mitschülern gab? Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Lehrer dich anders behandeln als die anderen zum Beispiel? Also ich kann dazu ein gutes Beispiel geben. Es gab damals die Hauptschule A-Zug und B-Zug. Ich bin im B-Zug gewesen, habe jedes Jahr, ich, die Vera Trifonovic, die Elisabeth Asanovic und ich waren die Schulbesten. Das heißt, jedes Jahr hat der Direktor uns vor 400 Schülern an die Bühne gerufen, uns ein Buch geschenkt, weil wir die Schulbesten waren. Aber sie haben uns nicht gesagt, Vera, Elisabeth, Hatice, ihr könnt jetzt ins Gymnasium gehen. Sie haben uns nicht aufgeklärt. Sie haben uns nicht gesagt, ihr könnt jetzt in den A-Zug gehen. Sie haben das wissentlich nicht gemacht. Natürlich, zu diesem Zeitpunkt war es uns einfach nicht klar, dass es diese Möglichkeit gibt. Nach der Volksschule, mein Zeugnis waren, ich hatte, glaube ich, nur einen 3 und lauter 1er. Ich hätte in ein Gymnasium gehen können. Die haben zu meiner Mama gesagt, Hauptschule ist gut genug für ihre Tochter.
Und deine Mama hat aber dann dich trotzdem nicht weiter studieren lassen, in die Schule gehen lassen. Nein, ich bin nach der Hauptschule in eine weiterbildende höhere Schule selber gegangen. Also Hasch und dann Aufbaulehrgang mäßig. Und habe dann maturiert und habe versucht, dann auf der Universität Medizin zu studieren, dass halt ein bisschen links liegen geblieben ist, weil ich geheiratet habe, das Schicksal der studierenden Frauen, einiger, sagen wir es mal so. Aber ich habe im Dolmetsch selbst dann die Möglichkeit gefunden, als Dolmetscherin mich beruflich zu festigen. Ja. Als Hintergrundinformation für die Jungen, die das alles nicht miterlebt haben, wir reden von einer Zeit in der österreichisch-wienerischen Geschichte, wo 60% der Kinder in sogenannten Sonderschulen, die es heute nicht mehr gibt, heute heißen die Integrativklassen oder Integrationsklassen. Sonderpädagogisches Zentrum, genau. Ja. Aber 60% der Kinder in den sogenannten Sonderschulen hatten Migrationshintergrund und im Endeffekt war die Problematik nur die, dass die nicht ausreichend Deutsch konnten, beziehungsweise sich niemand die Mühe machen wollte. Danke vorerst. Ja. Die Zwischengeneration, die sogenannte zweite Generation, zwischen den Stühlen sitzend, ja, Theoman Tiftik, der erste echte Österreicher, da haben wir sozusagen die Zuwanderer, da haben wir die, die nicht wissen, wo sie hingehören. Ja. Jetzt haben wir den ersten echten Österreicher, hier geboren, hier sozialisiert, in einem rein österreichischen Kontext hoffentlich. Ja, die schwarzen Haare sind zwar noch immer da, ja, aber was bist du? Guten Abend. Auch danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Was bin ich? Ich bin Wiener, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Also ich fühle mich als Wiener. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich im Urlaub bin. Und du auch Niederösterreich bist. Das merke ich einfach, dass ich einfach Wiener bin, weil wenn ich im Urlaub bin und sie mich fragen, von wo kommst du, dann sage ich eigentlich nie, ich komme aus der Türkei, sondern das Erste, was ich mal angebe, ist immer aus Österreich oder aus Wien. Und erst im tieferen Gespräch merke ich eigentlich, dass ich dann sage, okay, ich komme eigentlich aus der Türkei oder meine Eltern kommen aus der Türkei, aber ich bin eben aus Wien. Also ich fühle mich als Wiener. Du hast jetzt auch mitgehört, ja, so die Probleme in der ersten Generation, gerade auch die Schulsituation in der zweiten Generation. Wie war das, weil du bist in den 90er Jahren in die Schule gegangen, ja, wie war das in der Schule für dich? Hast du da Parallelen jetzt zu Hatice's Zeit erkannt oder sagst du, das war bei mir irgendwie ganz anders? Also ich hatte etwas Glück, weil meine Mutter wusste, was Fasching ist und meine Mutter hat auch gewusst, wann ich Buchstabentag gehabt habe. Von daher hatte ich natürlich einen gewissen Vorteil, also ich hatte einen besseren Start, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und das war auch ein Glück, dass meine Mutter einfach so hinter mir gestanden ist oder meine Familie allgemein. Also ich möchte jetzt da niemanden, sie sitzen heute hier im Publikum. Und das war natürlich ein Vorteil, das ich auf jeden Fall hatte. Was ich aber schon auch gemerkt habe, jetzt dieses Anderssein oder zwischen den Stühlen sein und so weiter, das, was angesprochen worden ist, das habe ich trotzdem, auch wenn ich jetzt hier geboren bin, also das kann wahrscheinlich am besten meine Schwester erzählen noch, bin ich jetzt eher der strengere türkische Bruder oder bin ich jetzt der lockere österreichische, da habe ich auch immer so einen Kampf mit mir selbst, was soll ich jetzt machen? Und auch in der Schule habe ich das einfach gemerkt, so, ich bin schon ein bisschen anders als die anderen. Wie würdest du dieses Anderssein definieren, ganz individuell für dich? Es hat schon mal damit begonnen, mich beim Vorstellen. Wie heißt du? Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe zwei Vornamen, Theoman und Gian. Und ich habe mich damals mit Gian vorgestellt. Theoman ist ein Name, den ich mir erst später dazu genommen habe, um mich dann eben als Theo vorstellen zu können, nicht immer mit Gian. Und dann war es Cihan, Kian und auch bei der Liste, also wenn ich Supplierstunden hatte, ist Herr Kihan da, ich musste erst genau hinhören, dass ich gemeint bin. Ich so, ja, ich bin hier, aber das heißt Cihan. Und irgendwann mit 18 habe ich mir gedacht, gut, Integration, das war auch schon damals ein Thema, also damals ist gut, da war ich halt 18 und habe mir gedacht, okay, gut, ich mache jetzt auch meinen Schritt sozusagen zur Integration und
nehme mir jetzt diesen Namen, mir war es wichtig, einen türkischen Namen zu nehmen, jetzt irgendwie nicht Michael oder Martin zu heißen, weil das würde echt nicht zu mir passen. Ich habe mir gedacht... Hans vielleicht? Hans. Ich habe kurz überlegt, ob ich Kurt nehmen soll, weil das wäre ein richtiger österreichischer Name, Kurti. Und es heißt, hat trotzdem eine türkische Bedeutung, aber ich habe dann Theoman gewählt, weil es ist ein türkischer Name und trotzdem sehr leicht zum Abkürzen, Theo, allgemein bekannt. Und vom Namen her schon waren diese Unterschiede halt mehr bemerkbar. Nachdem du auch sehr belesen bist in diesen Themen, wird es dich wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich jetzt sage, dass es sehr, sehr viele junge Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die sich ab einem bestimmten Alter, Zeitpunkt Namen zulegen. Sei es, dass sie ihre bestehenden Namen abkürzen, wenn der Shahin heißt, dann Shiny wird. Ja? Du hast dir sozusagen einen Namen zugelegt, ja? Um es dir natürlich auch ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Wenn man irgendwie 18 Jahre lang, 20 Jahre lang immer wieder sagen muss, nein, ich heiße nicht so und so, sondern so und so, es macht ja auch was mit einem. Ja? Das heißt, es ist ein Phänomen, ja, gerade auch unter jungen Menschen, ihre Identität ein bisschen zu erweitern, ja, ein bisschen zu erweitern, nicht zu verändern vielleicht, aber zu erweitern mit einer Namenszulegung. Ja. Wie empfindest du das als trendy? Glaubst du, weil du ja auch durch deine Arbeit als Journalist ja, in sehr jungen Kreisen verkehrst, ist es ein Trend, der jetzt immer stärker wird oder gibt es eine Besinnung zu traditionelleren wieder Namen? Also ich kenne jetzt außerdem eigentlich niemanden, der sich seinen Namen geändert hat, aus diesen Gründen. Zumindest haben sie es mir nicht gesagt, vielleicht machen sie ein Geheimnis draus. Ich mache auch kein Geheimnis draus, sonst würde ich es jetzt hier nicht erzählen. Ich heiße auch in Facebook noch immer zum Beispiel Theoman Cihan. Es ist mir eben wichtig, diesen Namen, den mir meine Eltern gegeben haben, nicht ganz verschwinden zu lassen. Aber es stimmt, ich habe mir Theoman sicher genommen, um es mir leichter zu machen. Habe einfach an meine Zukunft gedacht, vor allem das war eine Zeit, wo ich nicht genau wusste, wohin geht es mit mir, in welche Richtung, werde ich mich mal vielleicht bei der Polizei bewerben. Damals gab es diese Zeitungsberichte mit türkischen Namen, hat man es schwer und so weiter. Also solche Sachen habe ich mir damals natürlich schon überlegt und ich habe mir gedacht, ich bin hier geboren, ich will keine Nachteile haben. Und das mit dem Namen war deswegen so ein Schritt, ob das jetzt ein Trend ist oder ob das jetzt viele machen, kann ich nicht beurteilen. Hast du das Gefühl, dass du Nachteile hast aufgrund deiner Abstammung, aufgrund deiner Geburt? Ich habe schon Nachteile erlebt. Ich würde mich jetzt nicht als benachteiligtes Opfer hier darstellen. So ist es sicher nicht, weil ich habe auch genug erlebt, dass es mir Vorteile gebracht hat. Also es ist mal so. Es hat sicher auch Nachteile gehabt, besonders in der Volksschule. Als ich nicht einmal einen 3 hatte, nur 1 und 2 und meine Lehrerin wollte mich, da gibt es ja dieses Schreiben, wo sie empfiehlt ins Gymnasium oder in die Hauptschule. Und da war meine Volksschullehrerin eben nicht der Meinung, dass ich ins Gymnasium gehen sollte. Und da war dann eben meine Mutter hinter mir und hat gesagt, nein, ich bestehe darauf, dass mein Sohn eben nicht in eine Hauptschule geht. Und das war einfach wichtig, weil das sind so wichtige Entscheidungen im Leben. Es wäre wahrscheinlich alles anders gewesen, wäre ich in eine Hauptschule gekommen. Oder, ich sage nur vielleicht, ja, wahrscheinlich, aber da war Gott sei Dank meine Mutter oder meine Familie hinter mir und das wäre sicher ein Teil gewesen, wo ich sage, das wäre eine Benachteiligung gewesen, klar. Ich probiere es jetzt natürlich bei dir auch, also wenn ich sage, du musst dich jetzt entscheiden, ja, wir haben vorher ein bisschen geplaudert und gelacht, weil es ähnliche Erfahrungswerte gibt, wenn jetzt Krieg ausbricht zwischen Österreich und der Türkei. Fußballkrieg. Ja. Ich bin über 40 Jahre alt und ich habe diese Frage schon 150 Mal in meinem Leben gestellt bekommen, tatsächlich, ernsthaft gestellt bekommen. Ja? Nicht nur Nationalmannschaften Fußball spielen, sondern es bricht Krieg aus. Also ernsthafte Akademiker und Akademikerinnen, die einem diese Frage stellen. Ja? Wenn jetzt heute Krieg ausbrechen würde zwischen der Türkei und zwischen Österreich, in welcher Armee würdest du kämpfen? Ja, also erstmal hoffe ich mal, dass kein Krieg ausbricht. Ich war beim österreichischen Bundesheer, aber die Frage kann ich trotzdem natürlich nicht beantworten. Ich weiß nicht einmal, zu welcher Mannschaft ich halten soll, wenn Österreich gegen Türkei spielt. Also, und da kann ich sicher nicht jetzt sagen, ich würde in die Armee oder in die Armee gehen. Also ich hoffe auch bei Fußball immer auf ein Unentschieden.
um ein paar Politiker zu ärgern. Wir müssen nur noch ein paar Jahre warten, dann ist die Nationalmannschaft, die österreichische, dominiert von den türkischen oder den Schwarzen. Kann man Schwarze sagen? Ja. Einige Freunde und Freundinnen von mir definieren Schwarz, also Menschen, die selber von Eltern abstammen, die aus Afrika gekommen sind, definieren Schwarz als eine politische Kategorie. Das heißt, wenn sie von Schwarzen sprechen, sprechen sie oft von Diskriminierung und von gesellschaftlichen Bemühungen und Kämpfen, gegen Diskriminierung anzukämpfen. Ich glaube, es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen, wie sozusagen Nicht-Schwarze unter Anführungszeichen schwarz definieren und wie Menschen, die damit tagtäglich leben, schwarz definieren. Jetzt habe ich versucht, die Brücke zu dir zu legen, weil ich dich gerne fragen möchte, weil du ja einen Overview sozusagen als Politikerin hast, ja, und dich auf einer anderen Ebene mit allen diesen Generationen, diesen drei Generationen, die wir jetzt hier am Tisch haben, beschäftigen musst, aufgrund deiner Profession auch. Und sozusagen über die persönliche Ebene hinaus natürlich auch diesen politischen, gesellschaftlichen Aspekt hast. Wenn du jetzt die Menschen hier am Podium dir anschaust, von der ersten bis zur dritten Generation anschaust, wie ist da sozusagen deine Gefühlslage? Nicht die politische Analyse, sondern die Gefühlslage. Ich glaube, wir leben in sehr spannenden Zeiten und das meine ich durchaus gefühlsmäßig, weil wir uns im Übergang befinden, was die türkeistämmige Bevölkerung in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern betrifft. Ich glaube, die Vorstellungen von der sogenannten ersten Generation, spätestens wenn man in Pension ist, hat man den Lebensabschnitt hier abgeschlossen und dann geht man in die sogenannte Heimat zurück. Viele realisieren jetzt, dass sich das so nicht spielen wird. Mir erzählen irrsinnig viele ältere Menschen, naja, unsere Kinder sind hier geboren, unsere Enkelkinder sind hier geboren, die leben hier. Wie soll ich zurückgehen in ein Dorf, wo ich keine Verwandten mehr habe und vor allem, wenn ich meine Kinder und Enkelkinder hier habe. Und gleichzeitig haben wir eine junge Generation, die hier geboren ist und die immer mehr diese seltsame Frage, bist du das eine oder das andere, verweigert und sagt, warum soll es nicht möglich sein, beides zu sein? Oder ich bin halt, ja, also ich bin der Theo oder die Hatice oder ich bin der Mensch, der ich bin, ja, und der auch diese Kategorien, man würde zwischen den Stühlen sitzen und man muss sich sozusagen immer deklarieren, entweder rein das eine oder rein das andere zu sein, dass das immer mehr in Frage gestellt wird. Und ich habe ein interessantes Erlebnis hier im österreichischen Nationalrat von mir vor 2-3 Jahren war, während einer Integrationsdebatte, die wir im Parlament hatten, und ich habe bei meiner Rede gesagt, naja, Österreich ist seit Ewigkeiten schon ein Einwanderungsland, denn Österreich ist das Land der Franitzkis, der Pospischils, der Kleestils, der Havraneks, der Kratochwils und so weiter, und schon ruft ein Kollege unter Anführungszeichen in den Saal, aber nicht der Koruns. Ja. Ich glaube, da gibt es noch immer eine Grenzziehung und wir sind jetzt gerade dabei, diese Grenzziehung zu überwinden, wie es offensichtlich auch den Kratochwils, Havraneks und den Franitzkis passiert ist. Herr Salmers, ich möchte Sie fragen, wenn Sie jetzt, ja, weil Sie sind in den 60er Jahren gekommen, ja, wenn Sie jetzt anschauen, das Österreich von damals, 1964, und das Österreich von heute, Ihre eigenen Kinder, wenn Sie hier den Theoman zum Beispiel jetzt sehen und auch hören, wenn Sie herumschauen, ja, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden? Ja, diese Zeit ist es besser geworden. Diese Zeit ist besser geworden. Früher war sowas nicht gegeben. Das ist dann meine Tochter, ich jetzt 69er Jahre geboren, das war gerade, war überall, wie soll ich sagen, nicht überall, war alles hilflich und so und so. Und heute gibt es keine, ich glaube, Schwierigkeit, was ich weiß. Für Sie auch gibt es keine Schwierigkeiten? Wie war das für Sie früher? War es besser, war es schlechter?
ist. Geht schon. Jetzt ist es noch besser, aber früher war, ich kann nicht sprechen, Deutsch, ne? Österreich, war ein bisschen schwerer gewesen. Aber wann meine Kinderschule anfing, ich zusammengelernt mit meinen Kindern. Ich war Türkisch lesen und schreiben und dann zusammen in die Schule gegangen mit meinen Kindern. Ne? Habe ich schon ein bisschen mehr gelernt, möchte ich sprechen. Und dann kennen wir Kollegen, Nachbarin und dann nichts mehr schwer habe ich gekriegt. Alles war freundlich gewesen für mich, für meine Kinder. Heute gibt es ganze Möglichkeiten, früher war nicht geben, so ist. Naja, früher war es anders gewesen, der Anfang hier. Ja, früher war nicht so Möglichkeit gewesen, aber gibt es heute ganze Möglichkeit. Gibt es die Lehrer da und das deutsche Dolmetsch da und überall so hilfreich. Früher war er nicht so gegeben, damals unsere Zeit. Das weiß ich. Heute schon. Alle miteinander geholfen. Und die Lehrer da und das ist da und alles ist da. Gibt es keine Schwierigkeit. Ich habe nämlich, bin ich schon 50 Jahre, ich habe noch immer türkische Botschaft. Türkischer Pass. Ich wollte nicht mit dem österreichischen Pass. Weißt du warum? Was die damals was genommen hat mit dem türkischen, österreichischen Arbeit, Nummer eins ist Arbeit, Nummer zwei ist Wohnungssache gewesen. Darum ist die Leute ist österreichisch Staatsbürger. Heute ist nicht so gegeben wie früher. Hatice, ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Kategorisierung, die Zwischengeneration. Du kennst sehr gut sozusagen die erste Generation, deine Eltern. Du hast selber Kinder, wie ich weiß, sozusagen du kennst die dritte Generation. Ja. Wenn du das so ein bisschen vergleichst, deine eigenen Probleme, Situationen, gibt es Bereiche, die besser geworden sind, Bereiche von deinem Job her auch, wo du sagst, da ist es ein bisschen schwieriger geworden? Wenn du mir lange Redezeit gibst, dann erzähle ich es. Also, okay, ich versuche es. Also die Generation meiner Mutter oder die Problematik oder der Lebensstil meiner Mutter ist die mit meiner nicht zu vergleichen. Sie hat, also wir als Familie Ilte haben leider in Österreich ein Schicksal erlebt, das ein bisschen nicht dem Durchschnitt entspricht. Sagen, 73 sind wir gekommen, 77 ist mein Vater hier verstorben. Und meine Mama stand dann mit drei Kindern mit knappe 30 Jahren in Österreich, in Wien und hat versucht, uns alleine großzuziehen. Es hat das Für und Wider, so wie man sagt, die türkische Familienfestigkeit in diesem Fall damals nicht gegeben, weil eine Frau alleine in unserer damaligen oder auch heute in der Gesellschaft es schwerer hat. Hier in Österreich und auch in der Türkei. Eine Frau, die geschieden ist oder eine Frau, die verwitwet ist, hat es in der Türkei natürlich auch nicht leicht gehabt. Und hier 1977 war es auch sehr schwer. Aber trotz aller Widrigkeiten und ich möchte hier mit einen Dank wieder mal an meine Mutter aussprechen. Sie hat die Stärke bewiesen und uns großgezogen. Ich habe einen Beruf, mein Bruder ist Computerfachmann, mein jüngerer Bruder war Barkeeper und ich selbst habe eine 18-jährige, knapp 19-jährige Tochter und ich weiß, der Lebensstil, den sie führt oder den ich ihr ermögliche, konnte meine Mutter aus gewissen traditionellen und wirtschaftlichen Gründen nicht machen. Heute ist meine Tochter, geht in die HTL, sie hat ihren Freundeskreis, sie ist jeden Samstag in irgendwelchen unterwegs, sie fährt mein Auto schon. Das heißt, sie ist eine junge Österreicherin. Ich versuche ihr nur zu erklären, dass sie Wurzeln hat. Ohne Wurzeln, hier in jedem anderen Land auch, ein Baum ohne Wurzeln wächst nicht. Das ist meine Devise. Das heißt, ich bin Kurdin, ich bin Alevitin, ich bin österreichische Staatsbürgerin.
ich lebe hier, ich zahle hier Steuern und ich habe auch meine Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten bedeuten auch für mich, dass ich das meiner Tochter in diesem Sinn mit einer besseren Ausbildung, mit einem besseren Know-how weitergeben kann. Natürlich haben wir auch andere negative Sachen erlebt, aber das gehört zu einer anderen Geschichte. Darf ich da nochmal nachfragen? Hast du das Gefühl, deine Tochter hat es leichter, als du es damals hattest? Meine Tochter hat es definitiv leichter. Sie heißt Helin Şahin. Ich habe den Namen bewusst ausgesucht, damit sie die Problematik, so wie ich es erlebt habe, nicht haben soll. Sie ist zweisprachig aufgewachsen. Ein simples Beispiel. Ich habe meine Tochter in die Neulandschule, in die Privatschule geschickt. Eine dieser türkisch-kurdischen Familien, die ihre Kinder noch in ein besseres System hineingeben wollen. Nach einem halben Jahr ist meine Tochter von der Schule nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, die Isabella hat zu mir gesagt, Mama, die Isabella hat gesagt, ich bin anders. Ich habe mal zuerst geschaut und habe gedacht, okay, Helin, warum bist du anders? Ich war irgendwie schockiert, weil ich nicht mitbekommen habe, warum mein Kind anders sein soll, weil sie quasi für mich ein hellhäutiges mit hellbraunem Haar und eigentlich ein sehr hübsches Kind ist und ein sehr, sehr, nicht sehr türkisches Kind ist, also wie man das auch schubladisieren mag. Dann bin ich draufgekommen, dass die Isabelle, ihre Eltern, beide Polizisten waren und sind und habe versucht, mit der Lehrerin zu sprechen und sie darauf aufmerksam gemacht. Die Lehrerin, ich muss sie jetzt beschreiben, sorry, dass ich sie vielleicht in eine Schublade gebe, Faltenrock, weiße Bluse, Perlenkette mit so einem Cut-Haarschnitt, knapp vor der Pensionierung. Sie hat zu mir gesagt, Frau Şahin, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe ihr den Vorschlag gemacht, sie soll einen Atlas nehmen, den Kindern erklären, dass es viele Sprachen gibt, viele Menschen gibt, viele verschiedene Hautfarben gibt, dass wir alle auf dieser Welt leben und eigentlich Brüder und Geschwister sind. Sie hat darauf gemeint, das ist nicht meine Aufgabe und wenn ich es machen möchte, soll ich mit den Eltern reden und sie ist dafür nicht zuständig. Ein anderes Beispiel, sorry, dass ich jetzt nur ein ganz kleines, die Helin ging ins Gymnasium, dritte Klasse, die Französischlehrerin hat sie mit dem erhobenen Zeigefinger ermahnt. Meine Tochter hat gemeint, Frau Professor, Sie dürfen so mit mir nicht reden. Ich bin zuvor der Professorin zitiert worden. Sie hat mir dann versucht zu erklären, dass die Türkei dass in der Türkei so eine tolle Kultur gibt, dass es so tolle Bücher gibt und dass wir was für ein tolles Essen wir haben. Ich habe mal nur 10 Minuten zugehört und dann habe ich gesagt, was glauben Sie, wie wir zu Hause leben? Essen wir am Boden? Schlafen wir auf den Bäumen? Was erklären Sie mir? Meine Kultur. Ich war dann vielleicht etwas zu forsch und habe gesagt, sehen Sie, bevor Europa sich waschen hat können, mit ihren Perücken, mit den Flöhen, haben wir gewusst, wie wir uns waschen, haben wir Büchereien gehabt. Also erzählen Sie mir nicht, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Sie können mit meinem Kind schon normal reden. Sie müssen nicht auf der Stufe, du müssen, du können. Daraufhin habe ich meine Tochter aus der Schule genommen. Nur weil ich oft begehrt habe und sie detto. Aber sie geht in die HTL, also nächstes Jahr maturiert sie hoffentlich. Zur Ehrenrettung muss man vielleicht dazu sagen, dass manche Menschen sehr viel Geld ausgeben, um Abenteuerurlaub zu machen, um auf dem Boden zu essen und auf Bäume zu klettern zum Beispiel. Theoman, wenn wir die ganzen persönlichen Befindlichkeiten beiseite lassen, wenn wir uns so die Frage stellen, natürlich hat Österreich etwas mit uns gemacht, mit unserer Großelterngeneration, mit unserer Elterngeneration. Das ist Teil unserer Geschichten. Ja? In vielen, vielen Familien aus der Türkei, egal welcher ethnischen oder religiösen Gruppe, geht das ja noch viel weiter. Ja? Ich komme zwar aus der Türkei, aber meine Großeltern kommen aus dem Kaukasus, weil wir Tscherkessen sind. Ja? Und das geht ja immer weiter. Das heißt, jetzt ist Österreich Teil unserer Familiengeschichten. Ja? Wie gehst du mit dieser erweiterten Migrationsgeschichte, mit diesem neuen Zugang? Was glaubst du, was Österreich mit deiner Familiengeschichte gemacht hat oder noch machen wird?
Oder vielleicht mittendrin ist etwas zu machen, weil alle vorher gesagt hat, Transformationsprozess, Veränderungsprozess. Schwierig zu sagen natürlich, jetzt in die Zukunft zu schauen. Ich kann nur eins sagen, was Österreich auf jeden Fall gemacht hat, den Rücken von meinem Vater kaputt gemacht. So, wir haben, also nicht wir, sondern meine Eltern und meine Großeltern haben sich hier wirklich kaputt gearbeitet. Und es wird dann aber immer so eine Dankbarkeit erwartet. Ja? Und ich denke mir so, wozu soll ich jetzt dankbar sein? Dass jetzt dankbar, ich meine, ich bin dankbar dafür, dass ich hier geboren bin, aber ich bin nicht dankbar dafür, dass jetzt mein Vater einen kaputten Rücken hat. Ja? Und das, finde ich, ist eine falsche Erwartung einfach. Wohin es gehen kann, ja, also ich kann auf jeden Fall mal, wenn ich meine Muttersprache angebe, dann gebe ich immer Deutsch als Muttersprache an. Ich kann sicher besser Deutsch als Türkisch. Und wenn ich mal Kinder habe, ich habe jetzt noch nicht mal eine Frau, aber wenn ich mal Kinder habe, dann frage ich mich natürlich, werden meine Kinder noch Türkisch sprechen können? Also ich habe schon vor, es ihnen beizubringen, aber ich war in Deutschland und meine Cousine ist Volksschullehrerin dort. Und ich habe schon Kinder gesehen, die Eltern sind beide Türken, aber sie können kein Türkisch, sprechen kein Türkisch. Und das finde ich schade. Und ich hoffe, dass das dann meinen Kindern nicht passiert. Das hängt natürlich auch von mir ab. Ja. Aber ich glaube, gut, jetzt bemühe ich mich noch dafür, dass die vielleicht noch zweisprachig aufwachen. Aber was ist dann mit deren Kindern? Also irgendwo geht immer mehr verloren, auf jeden Fall. Alle, leben wir in einer Transformationszeit, in einer politischen Zeit, die diverse Entwicklungen fördert oder behindert, ja, weil wenn ich sozusagen aus meiner persönlichen, ich spreche kein Wort Tscherkessisch mehr, das heißt in der vierten Generation ist die komplette Assimilation, ich habe einen 4-jährigen Sohn, ja, den versuche ich jetzt gerade mit Mühe ein paar Wörter Türkisch beizubringen, aber ich weiß, dass deine Tochter fließend Türkisch spricht und Deutsch spricht zum Beispiel, die politisch-gesellschaftlichen Umstände, wie wir sie heute haben, fördert es, dass Menschen tatsächlich mehrere kulturelle, sprachliche, religiöse Identitäten pflegen und leben können? Oder ist es eher so, dass wir in einem Assimilationsprozess sind, wo der Assimilationsdruck immer größer wird und dass wir eigentlich von Generation zu Generation Teile unserer kulturellen Identitäten verlieren werden? Wie schätzt du das ein? Ich denke mir, einerseits hat es wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben, wo Menschen über Skype und mit den neuen Technologien und dass man überall hinfliegen kann und so weiter, also Menschen, die ausgewandert sind aus dem Land, in dem sie geboren sind, noch nie so vernetzt waren mit den Leuten dort, mit den Traditionen dort, mit den Sprachen, Kulturen, Religionen dort und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie einen Assimilationsdruck, gerade zum Beispiel auch in Österreich, nicht nur in Österreich, aber auch hier. Das zeigt uns auch das Wiener Telefonbuch, finde ich. Also diese ganzen Kratochwils und Havraneks, die inzwischen auch kein Wort Tschechisch mehr sprechen können und die sich zu Recht als echte Österreicher bezeichnen, weil sie hier geboren und aufgewachsen sind. Das heißt, auch Assimilation ist überall dort, wo es Migration gibt, Normalität, finde ich, über Generationen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob Assimilation erzwungen wird, dass Leute gezwungen werden, ihre Wurzeln oder die Wurzeln ihrer Eltern aufzugeben, oder ob im Lauf von Generationen Stück für Stück oder immer mehr Assimilation stattfindet. Ich glaube, wir müssen so weit realistisch sein, dass wir sagen, auch die Türkeistämmigen in Österreich werden, zumindest die in zweiter, dritter, vierter Generation hier leben, sich immer mehr assimilieren. Und das ist der Lauf der Geschichte. Und ich finde, es ist auch, wir müssen auch so gelassen sein, dass wir, also ich habe mich schon längst damit abgefunden, dass meine in Wien geborene Tochter, die zweisprachig aufwächst, anders türkisch sein wird, als ich es bin, die ich in der Türkei geboren und sozialisiert bin. Also von den Kindern und von den Enkelkindern zu erwarten, sie sollen genauso türkisch, kurdisch, armenisch, serbisch und so weiter sein, wie man selber aufgewachsen ist, das ist eine Illusion. Aber dafür dafür sind sie reich an etwas anderem, nämlich sie wachsen mit mehreren Kulturen gemeinsam auf. Also für meine kleine Tochter, die jetzt 5,5 ist,
in einen Kindergarten geht, wo es selbstverständlich ist, und das merke ich auch an dem, wie sie mir erzählt. Sie kommt eines Tages heim und sagt, Mama, der Rahman hat uns heute beim Lesen geholfen. Dann frage ich nach, wer ist dieser Rahman? Das ist ja ein arabischstämmiger Name. Dann stellt sich raus, das ist ein Zivildiener, der jetzt der Kindergruppe zugeteilt ist. Dann erzählt sie, die Slavica war heute bei Ihnen. Wer ist die Slavica? Das ist eine Kindergärtnerin in Ausbildung. Und das ist für meine Tochter ganz normal, dass sie mit Rahman und Slavica und so weiter und so fort aufwächst. Also das ist normal. Und wir haben Gott sei Dank eine Generation, die so aufwächst und für die das normal ist. Das finde ich ganz, ganz toll. Herr und Frau Seimers, Entschuldigung, ja. Theoman hat jetzt ein bisschen schon vom kaputten Rücken seines Vaters erzählt. Ja? Und was ich Sie fragen möchte, ich werde versuchen, es dann ins Deutsche nochmal zu übertragen. Avusturya tabii ki bizlere çok şey verdi. İş verdi, ekmek verdi. Biliyoruz bu söylemleri ailelerimizden. Ja? Ama sizce siz Avusturya'ya ne verdiniz? Bir Almanca bir toparlayayım. Önce bir Almanca toparlayayım. Ja, meine Frage war, Österreich hat natürlich uns sehr viel gegeben, hat uns Arbeit gegeben, hat uns Brot gegeben, hat uns Unterkunft gegeben, Bildung gegeben. Natürlich, ja. Sie hat gesagt, wir haben gearbeitet und haben uns das erarbeitet. Ja. Das heißt, ja, ich habe hart gearbeitet dafür. Mein Gehalt war nicht dasselbe Gehalt wie meine österreichischen Kolleginnen. Ja. Aber genau dort möchte ich hin. Das, ja, genau dort will meine Frage versuchen hinzukommen. Ja. Deswegen war das jetzt auch klischeehaft. Ja. Hat uns Brot gegeben, hat uns Arbeit gegeben und so weiter. Aber was haben Sie Österreich gegeben? Ja, also erstes Mal unsere junge Zeit haben wir schon verloren. Zweites Mal unsere Grab ist schon weg. Und drittes Mal ist gesundheitmäßig. Was? Gesundheitsmäßig, gut, das kann man überall sein, kann in der Türkei auch gesundheitsmäßig krank werden. Aber unsere Kraft haben wir schon gegeben. Was soll ich anders sagen? Unsere Kraft, so viel gearbeitet. Ich habe nicht einmal mit 50 Jahren, ich habe nicht einmal 3 Monate krank gestanden. Nicht einmal. Ich habe gearbeitet. Ich habe gekämpft. Kämpft, darum war unser Österreicher uns zufrieden. Unsere Kraft haben wir gegeben, uns gearbeitet. Da kommen wir jetzt hin. Ja? Da wollte ich eigentlich hin. Unsere Jugend, unsere Gesundheit, weil jetzt haben wir schon mit Theomans Vater schon 2 kaputte Rücken, ja? Mit meinem Vater und meiner Mutter auch nochmal kaputte Rücken. Das heißt, wie war das für Sie? Was glauben Sie? Was haben Sie kulturell Österreich gegeben? Na ja, gut gegeben. Wir haben Deutsch gelernt, Sprachen für meine Kinder hier schon gelernt, zur Schule gegangen, Beruf hat er gehabt, Hand, was so wachsen. Und mein Enkelkind war auch hier, studiert. Schon wie ich. Frieden für das Österreich-Leben, ganze Leben. Wir haben auch so viel gekämpft, arbeiten, unsere Kraft haben wir gegeben. Hatice, die Wogen gehen jetzt emotional hochgegangen ein bisschen, ja? Und da weißt du, was sagt? Frechheit, noch 2 Stunden sie arbeiten, gehen nach Hause. Noch 2 Stunden muss man tun.
Überstunde machen, wo das immer. Aber trotzdem, ich bin 20 Schilling, so kleine Hand drückt. Ich sage, ich bin als ich gehe nach Hause, ich komme schon. Na Gott sei Dank, unsere ältere Leute, etwas hier zu Hause, ich habe keine Atem, sie wäre schon. Das ist, weil ich sage, ich habe blind, habe hier zu Hause geredet, Kind mitgehört. Er weiß, was macht. Kalte Wasser in Thermos reingegeben, da gelegen, bei dem Bauch. Ich bin einmal zwei Stunden gearbeitet, drei Stunden gewesen, ich bin zu Hause gegangen. Ich bin gleich in der Hand, mein Mann ist später gekommen. Ich bin zur Art unserer Hausarzt gegangen. Hausarzt gegangen, schnell mal weg in den Beruf, gutes Wissen. Schnell mal ins Hospital gegangen, gleich in die Operation. Und der Chef zu mir sagt, man muss nur drei Stunden arbeiten. Was ist das Zweite, wenn ein Mensch doch drei Stunden arbeiten? Das ist so viel, wie er mitmacht. Welt, nichts, Rosane. Natürlich, überall so, nichts. Sevgili anneciğim, sevgili anneciğim. Konuşmayı ben bitireyim, ondan sonra beraber konuşuruz. Die Frauen heute Abend sind sehr mächtig hier. Die starken Mütter und Frauen. Sie haben natürlich vollkommen recht, unsere Geschichten sind ja voll auch mit Kränkungen. Ja? Das heißt, wir wollen nicht so tun, als ob alles super wäre. Deswegen auch Hatice jetzt noch einmal sozusagen diese persönlichen, emotionalen Befindlichkeiten. Was haben wir gegeben? Ja? Was haben wir Österreich, der österreichischen Kultur gegeben? Wir haben Ihnen meiner Meinung nach sehr viel gegeben. Nur das Wissen, das wir Ihnen viel gegeben haben, beruht nicht nur jetzt auf die Arbeitskraft von Alpha als Vater und Mutter. Die kulturelle Vielfalt. Ein simples Beispiel, der Naschmarkt, der war von uns in Simmering sehr weit weg. Einmal im Monat einkaufen im Naschmarkt, Oliven, Peperoni, all diese Dinge, diese von kleinen Dingen angefangen, vom Marktinhalt bis zum Lebensinhalt. Und für mich selbst hat mir Europa, ich rede jetzt von Europa selber, von Österreich nicht nur, weil überall in Europa türkische, jugoslawische und andere Mitmenschen gearbeitet haben. Ich bin mit 11 erwachsen geworden. Mit 11 ist mein Vater verstorben, der Polizist stand vor der Tür und hat gesagt, ihr Vater ist gestorben. Ich bin 2002 noch einmal erwachsen geworden durch den Tod meines anderen Bruders. Ich wollte das heute eigentlich gar nicht erzählen, aber ich denke, das ist ein Teil meiner Lebensgeschichte auch und ein Teil dieser Geschichte auch, dass es in Europa oder in Österreich nicht alles Sonne und Wonne ist. Ich wäre froh gewesen, wenn mein Bruder nur seinen Rücken verloren hätte. Er hat sein Leben verloren. Und natürlich ist das nicht, es ist ein Einzelschicksal. Wir haben als Familie dieses Einzelschicksal erlebt. Aber diese kulturellen Möglichkeiten, die wir ihnen gegeben haben, zum Beispiel durch meinen Beruf, können im Spital die Krankenschwestern und die Ärzte diese kulturelle Vielfalt, diese Brückenbaumöglichkeit, die ich ihnen durch meine Arbeit ermögliche, die Menschen näher zu bringen, in Anspruch nehmen. Hast du das Gefühl, dass das gelingt? Weil es gibt ja immer wieder kritische Stimmen, die sagen, wir machen so viele Workshops, so viele Seminare und Vorträge und Konferenzen. Hast du das Gefühl, es gelingt, diese Brücken zu bauen tatsächlich? Nicht immer. Natürlich ist jetzt das Wort Integration in der Politik auch sehr modern und auch salonfähig geworden. Die Salonfähigkeit ermöglicht es, gewisse Vorstände, Bankdirektoren, gewisse höher gestellte Persönlichkeiten mit dem Wort und mit der Möglichkeit der Integration zu, ich hoffe, es klingt nicht sehr negativ, zu hausieren. Man macht, eröffnet Integrationswochen, man gibt ihnen Möglichkeiten, verschiedene Zeitungen zu eröffnen. Die Palette ist groß, aber im Volk selbst
wenn du im Bus sitzt und nimmt hier eine Schwarze in ihrer Muttersprache spricht und du hast, ich persönlich habe das erlebt, du sitzt daneben und hast die Kronenzeitung in der Hand und die Österreicher daneben sagt, na wann hört die endlich auf, da umeinander zu quatschen, und ich schaue sie an und sage, ist doch, was meinen sie? Na, sie habe ich nicht gemeint, sie sind eh schon Österreicherin. Dann denke ich immer, ich bin nicht Österreicherin in dem Sinn, aber die andere, es gibt immer das andere Modell, wo man, mit wem man oder mit das man, dass man in Minus bringen kann, dass man in einem Minus akkreditieren kann, dass man als schlecht hinstellen kann. Wir Türken, Kurden haben es vielleicht die besseren Möglichkeiten erschaffen, uns jobmäßig, kulturell, ich möchte nicht sagen anpassen, aber wir haben selbst vieles erarbeitet. Und ich möchte keinen Dank von der, weder von der Regierung noch von der Politik noch sonst irgendwas, weil ich es selbst gemacht habe. Aber die Kraft, die Menschlichkeit, das Gefühl, hier zu leben und etwas zu gegeben haben und dann zu sagen, mit 700 Euro in Pension zu gehen, das ist schlimm. 40 Jahre hat die Mama gearbeitet. Also keinen einzigen Tag irgendwie, wie er gesagt hat, im Krankenstand gewesen. Wenn ich Zyniker wäre, was ich nicht bin, würde ich jetzt sagen, sie soll froh sein, weil wie viel wirst du bekommen später? Oder ich? Ja. Oder ich werde dann wahrscheinlich auswandern. Nach Anatolien oder wie? Ja, ja, ganz bestimmt. Theoman, die Frage sozusagen, was haben die migrantischen Generationen Österreich gegeben? Bei dir möchte ich die Frage ein bisschen variieren. Wir haben Kebab gegeben, wir haben Schafskäse gegeben, wir haben Oliven gegeben, wir haben das Bussi-Bussi gegeben vor 20 Jahren, wenn türkisch, aus der Türkei stammende Freunde, Männer sich gebusselt haben, haben alle blöd geschaut. Ja? Und jetzt am Naschmarkt sehen wir, dass das unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit sehr en vogue geworden ist. Ja? Neben all diesen folkloristischen Geschichten, neben all diesen kulinarischen Geschichten, als Vertreter sozusagen jetzt der jungen Generation auch, was glaubst du, was ist unser Beitrag, ja, wenn wir sagen, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind mit unseren verschiedenen kulturellen Identitäten Teil dieser Gesellschaft, was glaubst du ganz persönlich, was könnte unser Beitrag sein für die Entwicklung Österreichs, demokratische Entwicklung, kulturelle Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Ja? Haben wir überhaupt so eine Aufgabe oder so einen Job vor uns? Auch wenn du die Frage kurz variiert hast, ich möchte ganz kurz trotzdem auf die vorige Frage auch eingehen. Was haben wir mitgegeben? Also ich persönlich, ich bin 26, ich habe jetzt nichts sozusagen geben können, aber ich kann jetzt für meine ja, nicht einmal verheiratet. Militärdienst hast du gemacht. Ja, das habe ich. Ja, Militärdienst habe ich gemacht. Aber wir haben, also meine Eltern zum Beispiel, ja, oder Großeltern, die Vorgeneration, sie haben halt, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, sie haben ihre Gesundheit gegeben, Verwandte, Familie, die schönsten Momente. Und da möchte ich deswegen auch eine Anekdote dazu erzählen. Heute ist es kaum vorstellbar, wenn die eigene Frau schwanger ist, dann ist man bei der Frau und wartet auf das Kind sozusagen. Ja. Und bei meiner Geburt im Kaiser-Franz-Josef-Spital, mein Vater hat vor meiner Geburt von seinem Abteilungsleiter erfahren, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und das war ungefähr so, ja, gratuliere Herr Tiftik, Sie haben einen Knaben. Und das Problem war, mein Vater kannte aber nur Bub und Mädchen und wusste nicht, was ein Knabe ist. Und das ist natürlich, was ist ein Knabe? Ist das ein Zwilling? Ist der jetzt behindert? Und das ist jetzt lustig, aber es ist eigentlich traurig. Und, aber das möchte ich sagen, also wir haben unsere schönsten Momente sozusagen hergegeben. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe, meine Aufgabe ist es nicht, jetzt irgendwie etwas zu geben. Ich versuche, das sehr individuell zu machen. Mein Freundeskreis besteht so 50-50, sage ich mal, österreichisch, türkisch, sehr gemischt. Und was wir auf jeden Fall Wien gegeben haben, ist das dieses Multikulti. Und das ist ja ziemlich cool, also jetzt Naschmarkt oder ganz andere Plätze. Also davon profitiert ja auch Österreich sozusagen. Ja. Ich kann jetzt nichts Genaues nennen, was ich sage. Ja,
das war jetzt mein Beitrag oder das habe ich jetzt geleistet. Alle auf der politischen Ebene die gleiche Frage. Ja, wir geben Fußballspieler, wir geben Politikerinnen, wir haben drei aus unserem Lande sozusagen im Parlament sitzen. Aber was könnte sozusagen der Diskurs, der Migrationsdiskurs, der Zuwanderungsdiskurs verändert sich ja auch. Ja? Das heißt, was könnte sozusagen in einer sich weiterentwickelten, transformierenden Demokratie, Gesellschaft die Aufgabe von Menschen wie wir, der ersten Generation, der zweiten Generation, der dritten Generation, ja, oder jetzt auch der vierten Generation, wenn wir jetzt unsere Kinder noch anschauen, die mehrsprachig, mehrkulturell, transidentitär ja, aufwachsen, das war jetzt ein schönes Wort, transidentitär, ja. Und was könnte unsere Rolle sein ja, in der Zukunft der österreichischen Demokratie? Ich glaube, Leute wie wir, die mehrsprachig sind, die sich in unterschiedlichen Traditionen, Ländern, Kulturen bewegen können, sind jetzt ganz grob gesprochen Weltbürger und Weltbürgerinnen. Und ich glaube, in beschleunigten Zeiten wie diesen wird das immer mehr zur Normalität werden. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch dessen bewusst sein, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben davor, weil sie eben nicht zweisprachig sind, weil sie sich nicht in mehreren Kulturen bewegen können und dass sie sich dadurch auch benachteiligt fühlen und Angst haben, zu den Verlierern zu gehören. Ein typisches Beispiel, das ich immer wieder erzähle, ist bei einer Diskussion, bei einer öffentlichen Diskussion, wo es um das Thema Zusammenleben und so weiter geht und Mehrsprachigkeit, steht eine alte Wienerin auf und sagt zu einer jungen Frau, die mehrsprachig aufgewachsen ist, in Wien geboren ist, sagt sie, jetzt sagen Sie auch schon, Sie seien Österreicher. Wenn Sie Österreicher sind, was sind dann wir? Ja? Und wenn man das hört, schmunzelt man oder lacht man oft, aber ich glaube, die Ängste dahinter muss man auch ernst nehmen, weil viele Menschen mit der Geschwindigkeit, aber auch mit dieser Verbundung, ja, also das wie es in Wien ausschaut, nicht ganz zurechtkommen. Ich behaupte, weil die Politik sie sehr, sehr, sehr lange damit allein gelassen hat und ihnen die Illusion ständig eingeredet hat, naja, die gehen eh zurück. Also wenn wir uns wirklich überlegen, wann hat eine namhafte Integrationspolitik in Österreich überhaupt angefangen? Also da sind wir wahrscheinlich im Parlament ganz unterschiedlicher Meinung, was eine namhafte Integrationspolitik und Gleichstellungspolitik wäre. Aber selbst wenn man sagt, also so etwas wie Sprachkenntnisse thematisieren, Anerkennung von mitgebrachten Fähigkeiten und Qualifikationen thematisieren. Wenn wir uns ehrlich sind, ist das noch wahnsinnig jung. Also im Prinzip haben 40 Jahre lang österreichische Bundesregierungen der Bevölkerung gesagt, naja, das sind eh irgendwie, die werden eh gehen, ja? Das sind eh Gastarbeiter. Und das ist natürlich fatal. Und ich glaube, um es abzukürzen, von Politikerinnen gibt es ja nicht umsonst den Ruf, wie sie hören, dass sie ganz gerne reden und nicht auf den Punkt kommen manchmal. Aber ich glaube, unsere Rolle sollte eine Pionierinnenrolle sein, eine Vorreiterrolle zu sein, um unsere Mehrsprachigkeit, Bikulturalität dafür zu nutzen, verständlich zu machen, dass das auch sehr viele Vorteile hat, wenn man mehrere Sprachen beherrscht und wenn man mit mehreren Menschen oder wenn man mehrere Menschen verstehen kann, denn ich glaube, das ist die Zukunft. Also es wird sicher viel schwieriger als früher so etwas wie Einsprachigkeit geben, falls es die überhaupt gegeben hat. Und da haben wir eine positive Rolle zu spielen, finde ich, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln, selbstverständlich mit allen Menschen gemeinsam, die hier und in anderen Ländern leben. Ich will den Begriff der Geschwindigkeit, den du jetzt auch so ein bisschen angesprochen hast, der Transformations-Veränderungsprozess, der sehr schnell vorangeht und natürlich die Mehrheitsgesellschaft, die autochthonen Österreicher, Österreicherinnen zum Teil irritiert, zum Teil verängstigt. Ja? Was macht denn aber diese Geschwindigkeit mit den diversen ethnischen Communities? Das heißt, beobachten wir hier auch eine Verängstigung, ein Backlash zu traditionelleren Strukturen, wo Menschen sich mehr zur Religion, zur Ursprungsreligion, Ursprungskultur zurück
ziehen oder hineinbegeben oder wieder. Ja? Das heißt, was macht diese Geschwindigkeit dieser gesellschaftlichen, globalen Veränderung mit den ethnischen Communities hier in Österreich? Spannender Punkt, danke für die Frage. Ich glaube, da gibt es auch Ängste, ja? und da gibt es teilweise auch negative Entwicklungen, dass manche Leute, die eben verunsichert sind, wenn sie zum Beispiel mitkriegen, dass ihre Kinder oder ihre Enkelkinder eben in diesem Assimilations- und Anpassungsprozess drinnen sind und sich verändern, sich anders definieren, anders leben wollen teilweise, dass sie dann Angst kriegen, na hoppla, die sind dann nicht mehr türkisch, nicht mehr kurdisch, nicht mehr, keine Ahnung, bosnisch oder was auch immer. Also da gibt es sehr, sehr viel Verständigungsarbeit auch zu machen, auch in den sogenannten Communities. Oder viele, die hier im Raum sind, wissen das sicher, bei konservativen türkeistämmigen Menschen ist zum Beispiel seit einigen Jahren sehr stark die Angst und die Debatte da, Hilfe, unsere Familien zerbrechen, weil die Scheidungsrate auch bei den türkeistämmigen im Ansteigen begriffen ist, was auch ein ziemlich klarer Integrationsindikator unter Anführungszeichen ist, weil die Frauen auch mehr Einkommen haben und mehr Freiheit und so weiter, die Scheidungsraten steigen und das macht vielen Menschen Angst, so Hilfe, lösen sich unsere Familienstrukturen auf, passen wir uns an. Ja? Das sind Diskussionen, die sehr stark im Gange sind. Ja? Hm? Sie kriegen auch weniger Kinder, mit 26 sind Sie immer noch nicht verheiratet. Ne? Früher wäre man schon ein alter Mann in dem Alter. Bevor ich so zur Schlussrunde jetzt ein bisschen komme, ja, möchte ich sozusagen jetzt wieder zu meiner linken Seite. Herr Seimers, wenn Sie die Möglichkeiten hätten, Geld spielt keine Rolle und Macht spielt keine Rolle, wenn Sie sagen, Sie könnten jetzt etwas machen, was müsste getan werden, damit das Zusammenleben in Österreich besser wird? Damit es noch besser wird. Was müssten Sie tun, was würden Sie tun ganz persönlich, damit es noch besser wird, das Zusammenleben in Österreich? Naja, was kann man tun? Wir haben bis jetzt was getan. Was kann er nach den 70 Jahren, was soll ich machen? Was kann er helfen? Der Jugendliche muss helfen. Nein, nicht was Sie machen können, sondern was würden Sie tun? Was glauben Sie ist wichtig, dass man jetzt macht, damit das Zusammenleben noch besser wird in Österreich? Wenn ich kann, muss immer zusammenhalten, irgendwie, was ich kann, was helfen mit dem Österreich. Und was kann ich helfen? Die können, die ist sowieso reich genug. Wir haben nur so, was ich kann was helfen, sonst nichts. Der hat eh uns genug helfen. Beispiel, heutige Jugendliche, meine Meinung, ich noch immer denke den, heutige Jugendliche wollen nicht in die Arbeit. Was kann Österreich? Österreich wieder sehr gut. Das hat mit dem Arbeitslosengeld und das Geld. Schau mal mit dem Kaffeehaus heute, unsere Leute, es läuft da rundherum. Die wollen nicht Jugendliche arbeiten. Verstehen Sie mir, was ich meine? Was ich kann, helfen, diese Jugendliche mit dem Kaffeehaus auszuhauen. Muss Arbeit geben, arbeiten gehen. Was kann er anders tun? Das heißt, zusammenhalten, alle Menschen, die in Österreich leben und mehr für die Jugend tun, Ausbildung und Jobmöglichkeiten schaffen. Mhm. Ganz genau so. Mit Jugendlichen muss er irgendwie schaffen, was in die Arbeit geht. Wenn ich gehe, Wirtshaus, nicht Wirtshaus, unsere türkische Kaffeehaus, so viele unsere Leute, unsere Jugendlichen im Kaffeehaus. Schuld ist er, wer ist schuld? Österreicher schuld. No, ist er schuld? No, das kann man ehrlich sagen, weiß warum. Das zahlt der Arbeitslose, das zahlt der dies und dies. Ist ja klar, ich kenne auch nicht sowas. Frau Nationalratsabgeordnete, Ihrem Kollegen Hatze Strache würde das wahrscheinlich gefallen, oder? Na, aber da möchte ich auch differenzieren, ja, weil ich glaube, dass es uns, also erstens die Frage, wer ist schuld, bringt nicht unbedingt Lösungen nach sich und verleitet aber auch dazu, dass wir schon wieder pauschalisieren und etikettieren. Ich glaube nicht, ich bin nicht der Meinung,
dass Österreich schuld sei, wenn viele Menschen in Kaffeehäusern sitzen oder arbeitslos sind. Ich würde umgekehrt selbstverständlich auch nicht sagen, alle, die in Kaffeehäusern sitzen und keinen Job haben, sind selber schuld. Das wäre genauso falsch. Ja? Tatsache ist, dass wir Strukturen brauchen, dass wir ein Zusammenleben brauchen, dass der Frage nachgeht, wer bist du statt woher bist du. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel bei Jobbewerbungen, wenn ihre Bewerbungen gleich gekübelt werden, weil sie einen sogenannten ausländisch klingenden Namen haben, dann heißt das, wir haben keine Chancengleichheit. Ja? Und das ist etwas, was ich gern verändern möchte mit vielen anderen gemeinsam. Weil zu sagen, eine ganze Gruppe, eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Land ist schuld, das stimmt so erstens nicht und bringt uns auch nicht weiter, glaube ich. Genauso wie ich auch nicht sagen würde, es sind alle Migranten Engel oder wir machen alles super, nur weil wir zweisprachig sind oder woanders geboren sind. Ja? Also mein Ansatz ist da ein differenzierter, aber es muss sehr stark in Richtung gehen, wie können wir gemeinsam die Gesellschaft positiver entwickeln, positiver gestalten, damit eben die Frage ist, wer bist du statt woher bist du, damit Leute nicht diskriminiert werden, natürlich nicht nur die mit ausländischem Namen nicht, sondern auch Frauen nicht, auch behinderte Menschen nicht, Lesben und Schwule nicht. Ja. Frau Seimers, ja, wenn ich Sie frage, was würden Sie persönlich verändern, damit das Zusammenleben in Österreich noch besser funktioniert? Was würden Sie machen? Was hat er gesagt? Für junge Leute wollen nichts arbeiten, wir sind Pensionisten. Ein bisschen wenig Lohn haben wir gekriegt. Ich bin früh in Pension gegangen, jetzt meine Pension, Lohn ist ganz wenig. Man muss mir sparen, muss mit denen ein bisschen zusammenleben. Ne? Das arbeitslos und so viel, und dann so viele für Kinder bei bekommt und so. Aber wir sind, ich habe am Anfang kein Kind bei bekommen. Für erste Kind geboren, wenig Arbeiten gemacht. Ja, Arbeitszeit habe ich gehabt, keine Karenzurlaub habe ich gehabt. Mit dem zweiten Kind habe ich gehabt. Naja, diese Zeit auch war Schilling, jetzt ist Jura. Also ein bisschen, das Leben ist ein bisschen schwer. Alles ist teuer. Aber ich höre ein bisschen raus, Österreich ist schuld. Ja? Das heißt, es gibt zu viel sozialen Wohlstand scheinbar, die das Menschen in die Faulheit treibt. Hatice, eigentlich muss ich mir jetzt für dich was anderes ausdenken als Frage, weil ich gesehen habe, du hast eine ganze Liste mit Notizen gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dir sozusagen auch die Möglichkeit gebe, gerade auch weil du, ich wiederhole jetzt das Klischee der Brückenbau, als Dolmetscherin bist du natürlich eine Brücke zwischen verschiedenen Sprachen und Menschen. Das heißt, wo glaubst du aus deiner Praxis, aus deiner beruflichen, persönlichen Praxis heraus, wo glaubst du, sollte man den Finger drauflegen, wo sollte man schnell etwas verändern, damit das Zusammenleben noch besser wird? Ja, wo sollte man anfangen? Einfach bei der Punkt 1. Okay. Also die Politik hat schon vor 50 Jahren den Fehler begangen und gesagt, wir bringen jetzt Menschen und diese Menschen haben Bedürfnisse. Ich unterbreche dich jetzt, ja? Ich will jetzt gar nicht auf die politische Ebene, ich frage dich. Ja, ich gebe dir die Macht, die Möglichkeiten, bla bla bla. Was würdest du, was glaubst du, was dringend notwendig wäre? Keine politischen Pamphlete, keine jetzt parteipolitischen irgendwas. Was glaubst du als Hatice Iltaş, was dringend notwendig wäre, was man sofort tun sollte? Also erstens einmal Chancengleichheit für alle, egal welche Sprache, welche Religion, welche Hautfarbe. Chancengleichheit bedeutet aber, dass wir für uns, egal jetzt in welchem Land oder aus welcher Sprache, aus welcher Religion, wenn man auf das Arbeitsamt geht, nicht die Frage gestellt wird, die Frau Meier kommt vor mir dran als der Herr Doran. Dieses Klischeehafte, die Bildungsmöglichkeiten für alle gleich sein sollen. Die Möglichkeiten, also der ethischen Zugehörigkeit und
die Kulturfrage, all das im Raum stehen zu lassen und dann den Menschen in den Vordergrund zu bringen. Ich kann in einem Krankenhaus ja auch nicht sagen, Sie sind ja aus der Türkei, Sie bekommen nicht die gleiche Chemotherapie wie der Herr Mayer. Das heißt, alle müssen die gleiche Möglichkeit zum Zugang zur Medizin bekommen. Genauso würde ich es hier im Alltag, alle sollen diese Möglichkeit bekommen. Aber wir haben sie nicht. Naja, in Österreich kann man auch Privatpatient sein, dann ist es egal, wie man heißt. Auch in der Türkei kann man Privatpatient sein. Und du weißt, dass es in der Türkei ein anderes System als Privatpatient ist. Und die Möglichkeit hier ist, wenn ich zum Worsek gehe, jetzt Schönheits-OP-mäßig, oder zu dem Stümper, der jetzt irgendwo bei irgendwem es lernt. Aber nichtsdestotrotz muss es machbar sein. Ich möchte ja auch meinem Kind, also ich bläue meinem Kind ein, sie ist die Beste, sie hat die besten Möglichkeiten, aber nur, wenn sie eine Bildung hat, nur, wenn sie die gleichen Chancen nützen möchte, muss sie etwas vorweisen können. Vor 50 Jahren haben unsere Eltern nichts vorweisen können. So wie der Herr Scheimers gesagt hat, Seimers gesagt hat, wir sind bis auf die Zähne untersucht worden. Heute muss meine Tochter nicht untersucht werden. Sie muss durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Möglichkeit, das, was sie hat, sich präsentieren und am besten verkaufen können. Genauso wie ein österreichisches Kind. Also Bildung, nochmals Bildung und nochmals Bildung. Theoman, Chancengleichheit ist gefallen. Ich glaube, wir sind uns d'accord, dass wir eine hundertprozentige Chancengleichheit für alle Menschen in Österreich, unabhängig von Herkunft, noch nicht erreicht haben. Aber wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wie könnte man einen Schritt näher zur Chancengleichheit kommen, dass wirklich alle Menschen die gleichen Grundvoraussetzungen haben, die Möglichkeiten haben, was sie daraus machen, ist dann wieder eine andere Geschichte. Was würdest du tun, wo würdest du den Finger in welche Wunde tun, damit etwas besser wird? Ja, ich glaube, dieses Wer bist du statt woher kommst du ist ein guter Ansatz, damit diese Chancengleichheit entstehen kann. Allerdings die Frage, wer bist du statt woher kommst du, das passiert ja auch nicht so von heute auf morgen. Und ich glaube, dass man da eben verschiedene Dinge bewegen muss. Also Bildung wurde schon angesprochen. Ich glaube auch, dass Bildung einer der wichtigsten Themen ist, jetzt eben für alle. Also ich halte sehr viel von Ethik- und Moralunterricht hier oder verpflichtendes Auslandssemester für Studierende oder so, dass man mal auch selber woanders hinkommt und selber eben erlebt, wie ist es, wenn man die Sprache nicht so gut kann und wie ist es, wenn man wohin kommt, wo eigentlich alle schon super befreundet sind und so. Das könnten so Sachen sein. Medien spielen natürlich eine große Rolle. Ich arbeite ja selber beim Biber-Magazin, wo wir mit Klischees spielen und diese eben aufbrechen. Es gibt leider sehr wenige Medien, die in diese Richtung tendieren. Wir wissen, wir haben sehr viele Boulevardmedien, die hier, ja, ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, also wir wissen, was die Boulevardmedien in Österreich machen. Letzte Diskussion mit den Ärzten, mit den türkischen Ortstafeln. Also das sind so Themen, die einfach wirklich aufgebauscht werden und einfach nur meiner Meinung nach Hetze sind. Ja. Es sind sehr viele Sachen, die bewegt werden müssen. Also Medien, Bildung auf jeden Fall. Alev, dir ist ja nicht sicherlich aufgefallen, dass ich jetzt immer wieder gesagt habe, damit es besser wird, ja, das Zusammenleben. Das habe ich jetzt bewusst natürlich immer wieder gesagt, weil es manche politische Bewegung gibt, die so tut, als ob wir brennende Vorstädte hätten, so tut, als ob wir Kriminalität bei 90% hätten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt politische Kräfte, die ein Interesse daran haben, so zu tun, als ob wir in Schutt und Asche liegen und alles ganz fürchterlich ist. Tatsache ist ja, dass vieles gut funktioniert im Zusammenleben. Ja? Und deswegen auch so bewusst, was müssen wir tun, damit es noch besser wird, damit das Zusammenleben einen Schritt besser wird. Was würdest du aus politischer Sicht, wenn ich sagen würde, bei den nächsten Wahlen haben die Grünen die absolute Mehrheit, ja? Und vielleicht noch die Neos dabei, was glaubst du, müsste man sehr schnell sofort umsetzen, damit das Zusammenleben der Menschen noch ein bisschen besser funktioniert?
Erstens, das, was der Herr Tietje gesagt hat, möchte ich unbedingt unterstützen. Bildung ist für das ganze Land und für die gesamte Jugend sehr, sehr wichtig. Und bei der Bildung muss vor allem, heute war ja, vielleicht haben Sie es im Radio gehört, es hat zum Beispiel den Vorschlag gegeben, dass gerade bei Familien, also bei Kindern, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, die logischerweise nicht nur mehrsprachige Kinder sind, dass gerade dort in die Bildung viel mehr investiert werden sollte. Und ich glaube, das würde auch das Zusammenleben sehr stark verbessern, weil wir endlich diese leidige Debatte weg hätten, weil ein paar Kinder in der Schule nicht gut sind, würden sie das Niveau runterziehen oder so. Eigentlich wissen wir, dass wir in Österreich leider ein hochselektives Bildungssystem haben und dann tun manche immer wieder so, als würden sie sich wahnsinnig wundern, wenn das System wieder mal ein paar tausend Kinder rausselektiert hat, die dann als Schulabbrecher auf der Straße landen. Also massive Investitionen in die Bildung. Dann bin ich sehr, sehr stark dafür kämpfe ich auch seit Jahren politisch, dass egal wer in der Bundesregierung sitzt, sie endlich den Leuten reinen Wein einschenkt und sagt, Leute, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, da werden viele Sprachen gesprochen, wir haben viele unterschiedliche Kulturen und es geht nicht darum, und wir müssen uns erstens sozusagen, also erstens ist es Normalität, dass mein Nachbar anders ausschaut als ich und vielleicht eine andere Religion hat, eine andere Muttersprache hat, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern wir haben eine gemeinsame Zukunft, die wir miteinander teilen und wir müssen an dieser Zukunft gemeinsam arbeiten. Was leider fast die letzten 50 Jahre passiert ist, nein, 50 Jahre ist übertrieben, also vor allem ab Ende der 80er Jahre, ab Anfang der 90er Jahre, haben alle Bundesregierungen so getan, als würden sie Migration wahnsinnig bekämpfen und als würde das zu einer besseren Integration führen. Oder wenn man Leute segiert sozusagen, dann würden sie sich besser integrieren, dann würden sie besser Deutsch lernen. Das muss man auf jeden Fall abstellen, weil was ich immer wieder erlebe ist, seit Jahrzehnten hört die Mehrheitsbevölkerung, wir bekämpfen Migration eh und wir schauen, dass wir die Leute sozusagen zu Dingen zwingen und es kommen eh kaum mehr welche und dann gehen die Leute in Wien in den Park oder steigen in die U-Bahn ein und sehen die ganzen Leute, die ganz unterschiedlich ausschauen und denken sich, aha, diese ganze Strenge nützt offensichtlich nicht, man muss halt die Schraube noch fester und noch fester und noch fester drehen. Also die Verantwortung der Politik, endlich anders über das Zusammenleben zu sprechen. Egal, welche Partei in der Bundesregierung sitzt, so sehr ich mir natürlich die Grünen in der Bundesregierung wünsche, gar keine Frage. Ja, aber da geht es einfach um ein anderes Bewusstsein über Vielfalt, dass die normal ist und dass sie sich nicht in Luft auflösen wird, dass sie sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt und dass es jetzt endlich darum geht, sich auf die Chancen zu konzentrieren, auf die Mehrsprachigkeit, die im Land ist und nicht ständig irgendwen zum Sündenbock zu erklären. Und ich glaube, last but not least, dass ein echtes Antidiskriminierungsgesetz, das den Namen verdient, auch uns weiterbringen würde, wenn Menschen, die diskriminiert werden, aus welchen Gründen auch immer, sich auch wirklich effektiv wehren können vor Gericht und wenn die diskriminieren, echte Strafen fürchten müssen. Das ist noch immer nicht der Fall. Die Opfer von Diskriminierung tragen volles Kostenrisiko, wenn sie zu Gericht gehen. Denn wenn sie nicht beweisen können, dass sie diskriminiert wurden, dann dürfen sie auch noch die Anwaltskosten der Gegenseite des Diskriminierers tragen. Auch das ist ein Projekt, das seit Jahren auf unserer Agenda steht und das bis jetzt von den Bundesregierungen immer abgelehnt wurde. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, was ich jetzt auch herauskitzeln möchte, ein bisschen so ein Stehsatz, gemeinsam an der gemeinsamen Zukunft arbeiten. Unabhängig nicht, woher kommst du, sondern wer bist du, sondern gemeinsam in die Zukunft dieses Landes zu investieren, weil wir sind da und wir bleiben da. Ich glaube, dass es ein ganz schönes Schlusswort ist, ja? Egal woher wir kommen, an welchen Gott wir glauben, welche Sprachen wir sprechen. Wie heißt es, wir leben hier, das ist unser Land und gemeinsam müssen wir auch die Probleme lösen und gemeinsam werden wir dafür sorgen, inshallah, ja, dass es noch besser wird in Österreich. In diesem Sinne, bevor ich das Schlusswort unserer Gastgeberin wieder übergebe, möchte ich meinen Gästen ganz, ganz herzlich danken.
möchte noch einen Blick ins Publikum werfen, weil ich dort weiß, dass Freundinnen sitzen, die sich sehr viel mit Zeitgeschichte beschäftigen. Ich persönlich habe es sehr spannend gefunden, hier Menschen zu haben, die ein Stück Zeitgeschichte, Migrationszeitgeschichte erzählen können. Wäre sicher spannend, auch mit finanzieller Unterstützung der Grünen, hier einmal Projekte anzuleiern, damit dieses historische Wissen nicht verloren geht, damit es für unsere nächsten Generationen auch bewahrt werden kann. Herzlichen Dank meinen Gästen und damit herzlichen Dank Ihnen und damit wieder zurück an unsere Gastgeberin. Jetzt funktioniert das. Danke vielmals. Ganz kurz abschließend, einerseits möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ab morgen eine Filmreihe beginnt im Schikaneder-Kino, 3 Wochen lang an Mittwochs, wo wir Filme zeigen zum Thema Migration. 2 Filme von Fatih Akın sind dabei und 1 Film von Kenan Kılıç. Und anschließend an die Filme wird es auch nicht so lange, aber eher kürzere Podiumsdiskussionen geben. Der Eintritt ist frei, Sie sind alle herzlichst eingeladen. Folder gibt es weiter hinten auf dem Tisch. Wir würden nur bitten, beim Schikaneder-Kino einen Platz zu reservieren, damit Sie auch sich einen Sitzplatz haben. Das würde mich sehr freuen, wenn Sie da auch dabei sein wollen. Und last but not least möchte ich mich beim gesamten Podium, bei allen 4 Gästen, die zugestimmt haben, heute Abend dabei zu sein, bedanken. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich stellvertretend für die gesamte erste Generation bei Herr und Frau Seimers bedanken. Brücken. Es war die Frage, was haben Sie für Österreich getan? Ich glaube, wie alle Menschen, die in Österreich leben, haben sie sehr viel getan für Österreich. Unser Reichtum heute beruht auch auf der Arbeit von Ihnen. Und danke vielmals dafür. Danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Çok teşekkürler. Sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere bir daha sefere. Teşekkür ederim. Ich möchte mich aber auch bei Hatice Şahin İlter bedanken. Auch für deine Wahnsinnsarbeit als Brückenbauerin. Ich kenne ja die Schilderungen von Hatice, viele, viele unterschiedliche Schilderungen, wo sie versucht, wirklich eine echte Brücke zu sein im Spital zwischen den Ärztinnen, Ärzten, Pflegerinnen, Pflegern und den Patienten und Patientinnen. Das ist eine verdammt schwere Arbeit, wo man immer wieder bei allen möglichen Beteiligten für Verständnis und manchmal auch für Toleranz werben muss. Danke für diese Klein- und Kleinstarbeit, die uns allen sehr wichtig ist und die unsere Gesellschaft auch weiterbringt. Danke, Herr Tietje. Oh, danke. Und last but not least, unser Jüngster, Teomanji Hantiftik. Danke für deine Arbeit, zum Beispiel beim Biber. Das eine großartige Arbeit ist. Ich bin, also alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein großer Fan oder sagt man Fanin oder wie auch immer von Biber. Ich finde, ihr macht Pionierarbeit, Pionierinnenarbeit und ihr traut euch auch immer wieder was. Also wir sind nicht immer einer Meinung. Es hat auch spannende Diskussionen und Geschichten gegeben. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass ihr euch was traut und dass ihr manchmal auch sehr positiv Tabus bricht. Danke vielmals dafür, Yolun açık olsun. Alles Gute. Und für
Für die eine oder andere persönliche Diskussion, Fragen stellen oder plaudern ist hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit. Danke vielmals für Ihre Zeit und dass Sie da waren. Danke.